Also neue Werkstoffe und Verfahren umfassen bei uns im Haus zurzeit den Bereich der Klebtechnik, die nichtmetallischen Werkstoffe, das heißt insbesondere Faserverbundwerkstoffe, aber auch Kunststoffe und den Bereich Bewitterung, Beschichtung und Korrosionsschutz. Durch unseren Ansatz der ganzheitlichen Problemlösung sind wir in allen drei Bereichen relativ breit aufgestellt. Das heißt, das startet im Bereich der automatisierten Fertigungsprozesse, das heißt Laminieren, Kleben, aber auch Beschichten und geht hin bis zur Qualifizierung von Verfahren und auch Materialien und Konstruktionen im Rahmen unseres akkreditierten Prüflabors. Eine Kernbranche des IGP ist der Schiffbau und der Schiffbau ist traditionell geprägt von stahlbaulicher Fertigung. Da spielten Faserverbundwerkstoffe und Klebtechnik lange Zeit gar keine Rolle. In den letzten Jahren vernehmen wir aber den Trend dahin, dass Ingenieurbüros und Werften zunehmend sich mit dem Thema Leichtbau beschäftigen. Und da können wir als IGP jetzt gemeinsam mit unserer Abteilung für Automatisierungstechnik, die eine langjährige Kompetenz im Bereich automatisierte Produktion im Schiffbau aufgebaut hat, und dem, was wir in die Waagschale werfen, nämlich Expertise im Bereich neue Werkstoffe und Klebtechnik, können wir Kunden optimal bedienen. Und da werden wir in den nächsten Jahren mit Sicherheit eine ganze Reihe spannender Projekte sehen. Ein weiteres spannendes Themenfeld sind definitiv die Unterwasserstrukturen von Offshore-Windenergieanlagen. Da spielt insbesondere der Korrosionsschutz eine entscheidende Rolle. Da sind wir bereits heute dabei, neue Systeme mitzuentwickeln und zu qualifizieren und werden in den nächsten Jahren gemeinsam mit anderen Fraunhofer-Instituten hier am Standort Rostock auch im Rahmen des Ocean Technology Centers mit Sicherheit eine ganze Reihe spannender Projekte noch starten. Also was neue Gerätschaften angeht, da hat sich aufgrund der Pandemie leider einiges an Lieferterminen verzögert. Aber wir haben Mitte des Jahres im Bereich Korrosionsschutz eine neue Anlage zur Messung von elektrochemischen Potenzialen aufgebaut. Und die wird uns da nochmal auf ein ganz neues Level bringen, was die Bewertung von Korrosionsschutzsystemen und Alterungsvorgehen angeht. Außerdem werden wir zum Jahresende für den Bereich der Schwingfestigkeitsprüfung von Faserverbundwerkstoffen und Klebverbindungen noch eine neue Maschine bekommen, die wir dann im Rahmen unseres akkreditierten Prüflabors betreiben werden. Spannend wird dann das Jahr 2021. Da werden wir im Rahmen des vierten Bauabschnittes hier am IGP sowohl den Bereich der Bewitterungsprüfung nochmal um einen Laborraum erweitern, sodass wir da unsere Kapazitäten noch ausbauen können und auch wieder ein bisschen Platz für neue Versuchsstände schaffen. Und zum Zweiten wird das Faserverbundlabor aus dem Kleblabor ausziehen und einen ganz eigenen Bereich kriegen, unter anderem auch mit einer großen Staubkabine, sodass wir dann eher noch im größeren Maßstab, also angepasst an unsere Kunden, auch Fertigungsverfahren bei uns im Hause erproben können. Aufgrund der hohen Relevanz unserer Themenstellung für aktuelle gesellschaftliche Problemstellungen wie den Klimawandel und das Thema Ressourceneffizienz haben wir in den letzten Jahren ein starkes Wachstum erfahren. Wir sind aktuell 14 Vollzeitbeschäftigte in diesem Bereich und da war es an der Zeit, tatsächlich die fachliche Führung auf mehrere Schultern zu verteilen, damit wir auch weiterhin unsere Kunden optimal bedienen können und in den einzelnen Feldern noch tiefer arbeiten.